Sonntag, 13. September 2015. Der SC Magdeburg empfängt mit Balingen-Weilstetten den aktuellen Tabellen-15. Unser Ziel ist in jedem Spiel, das Maximum rauszuholen. Überall gibt es Möglichkeiten zu punkten, ob das im letzten Jahr eben auch etwas war, was uns immer angetrieben hat, dass wir jedes Spiel mit Vollgas angegangen sind und dann auch viele Überraschungen geschafft haben. Und genauso gehen wir in jedes Spiel rein. Es gibt keine Wahrscheinlichkeiten. Im Nachhinein kann man immer sagen, das war jetzt so oder so, aber das ist eben im Sport das Schöne. Es ist immer im Nachhinein, weiß es jeder. Und vorher geht es einfach nur darum, die Leistung zu fokussieren, die eigenen Dinge 100% zu machen. Und was dann im Spiel rauskommt, glaube ich, das hat nur bedingt was mit dem zu tun, was vorher war. Ja, ich denke mal, dass wir vieles besser machen müssen als beim letzten Spiel in Leipzig. Und wie das gerade schon gesagt wurde, das ist halt Sport. Das ist nicht planbar, das ist gut. Manchmal ist es nicht so gut, wenn man vielleicht im Kopf schon Punkte drin hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir heute eine andere Mannschaft sehen werden. Und das Entscheidende ist halt immer, dass man seine Lehren aus Niederlagen zieht. Und ich denke, dass wir da genug drüber gesprochen haben. Und jetzt müssen wir es auf dem Parkett zeigen. Mit 5.368 Zuschauern im Rücken sollte eigentlich alles klar sein. Noch einmal kräftig einschwören und los geht's. Zum Beginn der zweiten Spielminute heißt es, 7 Meter herausgeholt von Michael Haas und verwandelt von Robert Weber zum 1:0. SCM-Torhüter Yannick Green zeigt in den ersten Spielminuten seine Leistung. Und ein Tor, Yannick! Bereits nach wenigen Minuten musste Martin Strobel humpelnd das Spielfeld verlassen. Am Anfang lief es gut für den SC Magdeburg. Yannick hält, passt zu Robert Weber, der wiederum auf Matze Musche und er verwandelt zum 3:1. Wieder stand er wunderbar frei und wurde angespielt. Matthias Musche mit dem 6:4. Aber dann die Wende. Ballverlust SCM und Ausgleich Balingen durch den Ex-SCM-Spieler Alexandros Vasilakis. 7:7. Und dann in der 21. Minute bringt Fabian Böhm Balingen in Front. 7:8. Michael Damgaard schaffte mit dem 8:8 wieder den Ausgleich und Sekunden später Matthias Musche mit dem 9:8. Aber dennoch erlangte Balingen die Führung zurück und ging mit 12:14 in die Halbzeitpause. In der 35. Spielminute schaffte der über 2 Meter große Finn Lemke den Ausgleich. 15:15. Und Ausgleichstreffer 15:15. Meter 50. Finn! Die SCM-Führung holte Jakob Baggerstedt mit dem 18:17 wieder zurück. Wieder Führung, 18:17, Zuspiel Finn Lemke und das Tor durch Jakob! Nun sah es gut aus für den SCM. Jurunatic zum 20:18. Dario Quenstedt zeigte in der zweiten Halbzeit klasse Paraden. Und kurze Zeit später konnte der siebenfache Torschütze Matthias Musche die Führung weiter ausbauen. Ein frecher Heber von Robert Weber sollte die Weichen auf Sieg stellen. 23:18, der SCM jetzt 5 Tore vor. Aber Balingen kämpft weiter und Vasilakis verkürzt auf 26:24. Es sollte ein Zittersieg für den SCM werden. Sjelko Musa mit dem letzten SCM-Tor zum 28:25. Aber für Balingen war lange noch nicht Schluss. Kurz vor dem Ende des Spiels war Fabian Böhm sogar das 28:27 und somit siegte der SCM nur sehr knapp gegen die HBW Balingen-Waldstätten. Hier die Stimmen zum Spiel. Ja, ich glaube, dass wir am Ende ein bisschen Pech haben, ein paar viel zu viele Fehler machen, um das Spiel noch zu gewinnen. Wir waren knapp dran, hier einen Punkt zu holen und auch zwei. Ja, hat am Ende, glaube ich, nicht sollen sein. Hattet ihr den SCM so erwartet, wie er sich präsentiert hat? Naja, der SCM hat 2 Teile verloren diese Woche. Dass das nicht spurlos an einem vorbeigeht, das ist klar. Ja, ich glaube, das wäre unsere Chance gewesen, glaube ich. Dass wir über den Kampf kommen würden, das war klar. Und über Hertha, ja. Aber ja, so ist es halt gelaufen.
Insofern hält sich eure Unzufriedenheit in Grenzen? Ja, ich glaube, dass wir halt kein schlechtes Spiel gemacht haben, aber es war halt zwar halt sehr knapp und in den entscheidenden Phasen ist es, ja, machen wir ein, zwei Dinger nicht und wir haben hinten gute Torhüter, die uns ab und zu noch das Leben retten. Ja, es hat nicht viel gefehlt. Ein in dieser Halle nicht unbekanntes Gesicht, Alessandros Vasilakis. Wie ist es gelaufen aus deiner Sicht? Wir haben super gespielt, 16 Minuten. Aus in 5 Minuten und wir haben ein paar technische Fehler gemacht. Aber wir sind wieder dran gekommen. Aber hat nicht geklappt. Also, ja, wir haben alles gegeben, trotzdem verloren. So ist das Leben, müssen wir weiterkämpfen. Wir haben 2 Punkte. Und ja, müssen wir weiterkämpfen. Schade, ich bin sehr enttäuscht. Das glaube ich dir. Ich meine, ihr wart -5 zurück und habt euch so gut wieder rangekämpft. Wie ist es jetzt für dich, gegen diese Halle zu spielen? Ich meine, du kennst sie ja noch andersrum. Wenn ich hier komme, ich habe so ein geiles Gefühl. Ich habe in Magdeburg zwei sehr gute Jahre, fantastische Jahre gespielt. Und ich bin immer froh, wenn ich wieder hier komme. Ich hoffe, nächstes Jahr auch. Das war eine verdammt knappe Nummer, obwohl es zwischendurch mal sehr schlecht und dann wieder sehr gut aussah. Der Kopf noch nicht richtig frei? Naja, das war natürlich eine schwere Phase, jetzt nach 2 verlorenen Spielen, aber ja, eigentlich jetzt völlig egal. Wir haben gekämpft, wir haben dann zusammengestanden und haben zusammengehalten, haben uns gegenseitig unterstützt, dadurch hier 2 Punkte behalten und das ist alles, was zählt, wirklich. Mit -2 in die Pause, wie war die Gefühlslage in der Kabine? Ja, man darf sich da nicht verrückt machen lassen, auch wenn man zurückliegt zur Halbzeit, da weiß man ja, dass erst die Hälfte rum ist. Wir haben dann natürlich noch einige Sachen besprechen müssen. Aber auch in der ersten Halbzeit hatten wir das Ding teilweise eigentlich schon besser im Griff. Aber Baling ist auch eine Mannschaft, die immer dranbleibt, die geben nicht auf, die kämpfen und machen ihr Ding 60 Minuten lang. Von daher ist das keine Überraschung. Und wir sind völlig zufrieden. Wir haben auch zu Hause schon gegen Baling Punkte abgegeben. Von daher alles okay, wir haben gewonnen und wir sind zufrieden damit. Wie verunsichert das, wenn man 5 weg ist und dann doch es wieder eng wird? Ach naja, na klar, muss man dann wirklich aufpassen, dass man es nicht nur aus der Hand gibt. Wir haben aber erfahrene Spieler und dürfen das dann nicht aus der Hand geben und dürfen uns da nicht mehr verrückt machen lassen. Letztendlich haben wir es ja dann auch in den letzten 8 Sekunden routiniert gemacht und haben die runtergespielt, ohne halt zu werfen oder ohne einen Fehler zu machen. Und das ist wichtig, wir haben den Kühlkopf bewahrt und haben die 2 Punkte im Sack, haben ein Tor mehr gemacht. Alles andere ist wirklich sowas von unwichtig.